Ja, hallo Freunde. Ah, da bist du ja. An diesem schönen, nicht so sonnigen, aber warmen Tag. Ja, wo geht's heute hin? Steffen und ich, wir haben uns überlegt, wir fahren heute mal nach Berlin. Trödelmarkt, oder wie ich sage, Sperrmüll. Und dort treffen wir uns mit einem oder zwei Leuten. Und wer das ist, werdet ihr in diesem Video sehen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Auto. Ich hoffe, das Auto haben sie mir über Nacht in Ruhe gelassen. Man weiß ja nie. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir ins Auto und fahren auf nach Berlin. Oh, und Abfahrt. Richtig. Autobahn. Autobahn fahren. Ja, wir sind angekommen beim Flohmarkt. Ja, ich wechsle noch Schuhe. Manu zieht sich noch eine neue Mütze auf und dann geht's raus. Freunde, heute kleiner Ausflug in Berlin. Da hinten spielen die Jungs ein komisches Dings da. Huch, wer waren Sie denn jetzt? Was ist das denn für einer hier? Ach, ich bin ja da mit dem Stefan. Und diesen Mann kennt man auch von YouTube leider. Nee, nicht du, der andere. Ich bin nur auf Tuyub. Dies, meine Damen und Herren, ist Anotschki. Autodealer? Anoki, Unboxing-Modelle und Wrestling-Mann und Felgenfuchs und auf jeden Fall immer im Livestream mit dabei, wenn er es nicht vergisst. Genau, ne? Schön in den Livestream am Dienstag und am Donnerstag. Nee, diesmal Mittwoch. Er ist Dienstag dran, er ist Donnerstag dran. Richtig. Mit? Und nicht vergessen, deinen Kanal verlinke ich drunter. Kannst du machen. Ja, Freunde. Wir waren heute hier, ja, Kindern kleine Autos klauen, nein, Spaß, wir waren auf dem Trödelmarkt, oder wie ich sage, Sperrmüll. Und natürlich, ne, Anotschki, Steffen, Icke. Jedenfalls, bleibt dran, es gibt viel zu sehen. Ich muss den noch hinlegen. Ja, genau, leg den mal hin. Die zwei hat er auch noch. Ja, interessiert zwar keinen, aber ja, mal so, guck mal also an, ich finde den richtig ist so geil. Gierig auf Autos. Ich finde den richtig geil. Der Mazda. Ach, du meinst den Mazda, nicht mich. Einfach nur geil, die Karre. Ja, der Mann mit dem. Hallo. Hallo. Und jedenfalls, bis gleich. Ja, das seht ihr dann alles auf Manu seinem Kanal. Genau, hier ist bei Manu Steffen sein Kanal. Und noch eine Schlange. Also, Vorbereitung das laufen. Die Kast Manu. Eine Aktion setzt mit auf. Drei, vier Videos. Auf unseren Kanälen. Kamelen. Bei mir wird es ein bisschen knapper werden, das Video. Was ja auch nicht so schlimm ist. Den finde ich ja am schönsten hier. Weil wie gesagt, für mich ging es eigentlich um das Treffen hier so. Ich war gar nicht so fokussiert auf Autos kaufen oder. Richtig. Ja, man hat noch ein Ferrari. Viel abgesagt. Drei Ferraris haben wir. Da hinten die Kiste. Ja. Die kleine, coole die Ente. Ente. Ist die nicht süß? Mhm. Die ist cool. Ja. Da waren aber einige heute, war so eine kleine ja. Dabei. Und den hier. Hot Wheels Malaysia. Also auch noch sehr alt. Sieht man auch an den Rädern. Ja, mhm. Den MR2. Ne? Ja. Das ist schon krass. Habe ich mal in echt gesehen, so ein Ding. Mr. 2. So und dann hier auf dem ersten Rundgang von Majorette habe ich zum Beispiel diesen. Beamtas Brot, hat er sich auch ja. Zweimal Majorette. Oh, fett. Den Mustang habe ich, um meinen alten Mustang zu reparieren. Oh, fett, den hast du auch gekriegt. Krass. Mhm. Das ist mein allererstes Auto, was ich gefunden habe. Der ist auch geil, ja. Hier habe ich noch einen Ferrari. Den hat der Steffen gefunden. Wird auf jeden Fall richtig cool. Schau dir das an. Diesen Bus gekauft, was auch immer das ist. Freunde, das ist meine Hot Wheels Flohmarkt-Ausbeute. Zwei kleine Dinos. Eine kleine Ente. Einen Ferrari. Einen Ferrari. Mercedes. Einen Bern. Jaguar. Mercedes, den der Steffen gefunden hat. Einiges an Mercedes gefunden. Hat jetzt das Steffen dran mit seiner coolen Kiste, die er sich da nämlich ein Go-Kart, kleine Kiste, ein Auto mit Motor, schön ein eingepacktes Auto von Matchbox von 87. Alle ganz schön benutzt und runtergekommen. Für 5 Euro vom Trödelmarkt. Ja, umbauen. Den habe ich auch. Den ein ich, Transit. Früher noch aus meiner Kindheit. Mercedes. Den habe ich mal ein Bernd das Brot. Auto. Eine Fingerpuppe. Mit Pepsi.
Geil. Noch direkt aus, weiß nicht, 1984 oder so. Nicht schlecht. Und zweimal Margerett, LKWs. Wo ich weiß, wo er ist. Ja. Einen Mustang Convertible als Teilspender. Einen Alpha 155 DTM. Jetzt habe ich zwei. Haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Ferrari. Einen Peugeot. Ein Transporter. Und einen Hot Wheels Plastik Focus. Grüße gehen raus an Hot Wheels Daniel. Was ist er denn hier? Plastik Focus. Mit Metallboden. Plastik Focus. Stellen wir da wieder hin? Ja, Freunde. Und da drüben steht der nächste Verrückte. Oder er kniet eher gesagt. Der gute Steffen. Mit seiner Ausbeute. Näheres erfahrt ihr auf seinem Kanal. Für ihn? Oh, so, der Anoki hat Bastlerware dabei. Müsst ihr euch aussuchen. Der eine hat hier so ein Klebeding drauf. Ja, das ist doch egal. Ich nehme dir mit dem Klebeding. Der Klebeding. Kick mal hier. Toll. Der Anoczki, wie man sehen kann, der hat eben ein Nissan-Set mitgebracht. Hier ist ein Klebeding drauf. Ja, macht ja nichts. Ich nehme das hier. Ja. Das muss ich mir hier so. Schiff, danke schön. Warte. Oh, die DS, Manu ja. Kriegt eigentlich ein bisschen mehr hier. Die DS, oh, egal, so viel. DS steht für die Schöne. Ich kann mir auch nicht alles oder sowas in der Art. Ja. Okay. Schön, das nächste Modell. Das habe ich mir ja schon mal gekauft im Action, aber leider schon ausgepackt. Der bleibt natürlich eingepackt, genau wie ich dieses Set hier eingepackt lasse. Ich habe halt den einfach jetzt hier gegriffen, weil ich habe die anderen, wie gesagt, nicht gefunden. Hat die schön. Das ist der, den ich irgendwie, glaube ich, vor ein paar 560 Tagen... 560 SEC. Kannst du den mal stillhalten? Ich kann das nicht aufnehmen. Danke. Ich habe dieses Auto bei mir noch nicht ein einziges Mal gefunden. Ja, ich ach, guck mal, ein Jutta Radeberger hat er mitgebracht. Und ich nicht. Ich habe den jetzt aber in der Hand, außer hier oben geknickt. Das ja, Noki. Das ist für mich voll. Oh, da sehe ich schon was Schönes. Ja, toll. Hey, hast du erstmal zwei davon? Oh, neue Mopeds. Drei Mopeds. Schick. Hier ist leider die Karte ein bisschen scheiße, ja, aber du willst ja eh umbauen, ne? Richtig, naja, umbauen. Und dann hast du nochmal zwei von den blauen. Insgesamt könnte sein, dass noch einer irgendwo ist. Drei weiße und zwei blaue. Ja, reicht doch aus. Natürlich, vollkommen. Für die Sammlung ist das gut. Lege ich mal hier zu den anderen Sachen. Noch ein Brutonator. Ein Brutonator. Ja, cool, dann kann ich meinen auspacken und der bleibt eingepackt. Und dann kann man ja den auspacken. Ja, oder andersrum. Brutalinator. Brutalinationator. War es das schon? Ja, mehr habe ich nicht. Wie mehr hast du nicht? Der hat nicht mehr. Das sind nicht mehr alle. Das lohnt sich nicht. Also nee, komm, wir lassen den hier. Komm, wir runter. Ich passe mir. Ja, komm, wir gehen jetzt einfach. Mit dem Ding, ne? Warum haben wir nichts mit denen eingelassen? Warum hast du eine Kamera in der Hand? Warum haben Sie eine Kamera in der Hand? Filmen Sie mich? Nee, ich filme mich. Ah, dann gehe ich in eine andere Richtung. Oh, ich gehe lieber da. Oh nee, da ist der schon wieder. Oh. Oh, ich gehe da, danke. Oh scheiße, Grenze. Hallo Freunde. Ja, wir sind vom Trödelmarkt wieder, der Steffen und ich, aus Berlin gekommen. Und ja, da habe ich was. Das habt ihr ja schon gesehen. Aber da die Sonne so geblendet hat, habe ich mir gedacht, ich mache nochmal ein extra Video für euch, wo ich euch die Autos einzeln auf dem tollen Drehteller vom Steffen präsentiere. Wann hat man das schon mal, ne, die Gelegenheit? Ja, hier sind die losen Autos drin. Dort ist ein loses Auto runtergefallen. Ich heb's gerade mal auf, gerade auch der. Und ich habe noch einen 5er-Pack Matchbox vom Steffen bekommen. Und natürlich auch die Autos, die ich vom Anoki bekommen habe. Die zeige ich euch auch nochmal. Ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und nach der Präsentation wandern die Autos direkt ins schöne Wasserbad und haben ganz sauber gemacht. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Wie ihr seht, ich habe mir den Drehteller vom Steffen, oh, ziemlich hell beleuchtet hier meine Hand, den Drehteller vom Steffen. Und dort steht der Autobeauftragte, der guckt, ob hier alles in Ordnung ist. Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen schönen LKW von Majorett. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Kennwurst oder so. Ich bin mir nicht sicher. Made in France. Ich denke mal, es wird ein Kennwurst sein oder so. Ja, schöner LKW in Gelb und Rot gehalten.
Ja, mit schönem Spoiler um die Hörner, ein Signalhörner. Leider hier unten, wie ihr sehen könnt, ein bisschen abgebrochen. Aber ey, das macht nichts. Ein Auspuffrohr fehlt. Das ist aber nicht so schlimm. Dann haben wir hier den zweiten Kennwort in schönem Blauton, hellblau. Beide Auspuffrohre fehlen, aber leider hat auch oben den Spoiler oder wie man sagt, Windschild nicht. Er hat aber dafür unten alles und da. Ich will aus beiden eins machen, also quasi zwei Restaurationsprodukte. Zack. Dann haben wir hier einen, den hat der Steffen gesehen, den hat er mir gezeigt. Von, ich weiß es jetzt nicht, kann man jetzt nicht genau sehen. Von Komet, glaube ich. Einen schönen Mercedes. Ist auch wirklich schön. Es steht ein bisschen krumm und schief. Das heißt, ich werde ihn aufmachen, werde die Räder richten und dann kommt er so wieder in meine Sammelvitrine, in die Mercedes-Ecke. Ja, schöner Mercedes in Bronze gehalten, glaube ich. Bronze oder Gold, egal. Dann haben wir hier einen Bus, einen sogenannten China-Cracker. Habe ich gefunden. Wollte ich haben. Ich weiß nicht, was es für ein Modell ist, aber er ist auf jeden Fall cool. Martinshörner hat er oben. Martinshörner sagt schon, Blaulichter hat er oben drauf. Es muss wohl irgendwas Wichtiges sein. Ja, wie ihr sehen könnt, ein China-Modell. Dann haben wir hier von China-Modell, die Firma ist aber groß, einen schwarzen 190er. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Und wenn ich ihn habe, dann habe ich ihn halt doppelt. Ja, schön von der Firma China, wie man so sagt. Und ja, der musste natürlich mit. Ja, und jetzt geht er ab ins Wasserbad. Haha. So, was haben wir denn hier? Ja, von derselben Firma haben wir nochmal einen 190er in Gelb. Ja, schönes Auto. Ja, gelb halt. Nur wieder schwarze, nur gelb. Ja, und auch ab ins Wasserbad. Was haben wir hier? Oh, den habe ich gefunden. Der musste unbedingt mit. Das erste Mal, dass ich diesen gefunden habe, in einem richtig guten Zustand eigentlich. Bis auf hier ein bisschen Lackerplatzer und so an den Ecken, also nichts Tragisches. Ich glaube, da fehlt hinten das Ding zum Auto abschleppen. Oder der ist so. Ich weiß nicht, der Steffen hat da oben im Regal auch einen stehen, der das auch nicht hinten dran hat. Aber hey, nicht so wild. Hauptsache, ich habe diesen Transit überhaupt gefunden. Der Transit ist von der Firma Majorette, wie ihr sehen könnt. Ja, das nächste Majorette-Auto. Hatte ich tatsächlich als Kind auch gehabt oder als Jugendlicher. Ja, dann haben wir hier mal eine kleine Schlange. Die durfte ich mir als kleines Extra mitnehmen. Geht auch. Dann haben wir hier von der China-Firma eine M-Klasse gefunden. Der muss natürlich mit, weil der ist einfach cool. Der hat auch ja minimalste Gebrauchsspuren. Klar, vorne das Plastik, aber das kann man schön mit Chrom wieder richtig machen. Ja, der wird eine Aufhübschung kriegen. Vielleicht auch andere Räder drauf. Wird sauber gemacht innen drin und ja, schönes Auto. Musste mit. Ja, überwiegend habe ich so 1 Euro 50 Cent bezahlt für die Autos. Der ein oder andere, ja gut, hat mal 2 Euro gekostet, aber naja, wenn man schon mal in Berlin auf dem Flohmarkt ist, dann sollte man auch mal zugreifen, nicht? So, dieses Auto hier von der Firma Maisto hat der Steffen gefunden. Das ist ein Peugeot 309, so wie es unten drauf steht. Den hatte Steffen gefunden und hat es mir gezeigt. In einem schönen Grün. Das Kameralicht ist ein bisschen hell. Ja, aber man sieht's. Schöner Peugeot, hat den Löwen auf der Motorhaube. Ja, den hat wie gesagt der Steffen gefunden. Schönes Meistermodell. Dann haben wir, ja, von R&V Versicherung ein Autoscooter. Ich fand den so cool. Und der Gute an dem Auto ist, der hat Rückzugsmotor. Hier, zeige ich euch. Oh, da. Wie man sehen kann. Und hören kann. Ja, ich fand den richtig cool. Deshalb habe ich den mitgenommen. Ich glaube, das ist ein Peugeot oder irgendwie sowas. Oder ein Mitsubishi. Sieht von hinten aus wie Mitsubishi. Ist ja auch egal, was es ist.
Ne, mir gefällt er. Der kommt so in meine Sammlung. Der bleibt so. Da wird nichts dran verändert. Ja. Und wie man sieht, keine Schleichwerbung. R plus V Versicherung. Von der Firma MTEX oder so. Ich schätze mal, das wird ein Werbemodell sein. Auf jeden Fall cool. So, hier habe ich noch einmal Bernd das Brot als Fingerpüppchen oder sowas. Ich fand den cool, für 50 Cent kann man mal mitnehmen. Der wird leider nicht gewaschen. Aha. Dann habe ich hier, oh, das Gras rutscht, einen Jaguar von der Firma McToy oder McToys, nee, McToy, einen XJS V12 in Braun. Habe ich ihn noch nicht, deshalb habe ich ihn auch direkt mitgenommen. Schönes Auto, schöner China-Cracker, ja, McToy oder wie gesagt später Maisto. Ja, in einem schönen Braunton. Wie man sieht, Scheibe vorne ein bisschen leicht angekratzt, aber ja, egal. Dann haben wir hier, oh ja, einen Hot Wheels Ferrari. Die habe ich überwiegend nur in Rot. Ja, im selben Zustand. Und Hot Wheels und Ferrari, wie man weiß, immer mitnehmen. Sollte man zumindest. Ja, in Gelb habe ich ihn jetzt gefunden. Ja, ist auch mal schön in Gelb. Und in Rot mit der 07 drauf. Dann haben wir hier, haha, dieses coole Auto von Hot Wheels, einen Off-Wheeler. Voll witzig, das Auto. Ich finde den lustig. Schon allein wegen dem großen Motor hier hinten. Ja. Richtig cooles Auto. Hier der große Motor, wie man sehen kann. Da kann man eventuell zum Umbauen nutzen. Der Motor ist auf jeden Fall verchromt. Ja. Ab ins Wasserbad mit dir. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir wieder einen Hot Wheels Ferrari. Ich glaube, ich habe ihn schon. Ich weiß es nicht. Aber egal, man nimmt ihn trotzdem mit. Einen schönen silbergrauen Hot Wheels Ferrari. Und zwar ein Ferrari 430 Spider. Ich zeige ihn hier nochmal in die Kamera. Ja, gab es glaube ich noch einen, aber den habe ich nicht mitgenommen. Und das nächste Auto, ich habe schon einen davon, allerdings ohne Spoiler. Das ist auch das allererste Auto, was ich heute auf dem Flohmarkt gefunden habe. Made in China heißt das Modell, der Hersteller. Einen schicken, oh, Alpha 155, DTM-Version. Ja, ist mir direkt ins Auge gefallen. Tat auch eine ganze Zeit weh danach. Und ich habe ihn bekommen für 1 Euro, glaube ich, habe ich für den bezahlt. Oder 50 Cent, ich weiß es nicht mehr. Der darf jetzt auch schlafen im Wasserbad. Dann haben wir hier, den hatte Steffen gefunden von Hot Wheels. Ein Nissan Concept Car. In Orange. Der wird natürlich wieder aufgehübscht. Weil der hat ziemlich gut gelitten. Und den möchte ich gerne, so wie er ist, wieder im Orangenton hinkriegen. Oder in einem anderen Ton, mal schauen. Ja, Hot Wheels. Concept Car, ein Nissan, weiß ich nicht, Concept Car. Egal. So, hier, den habe ich auch noch gefunden. Ein Hot Wheels Toyota MR2, glaube ich, müsste dieses sein. Ja, von Hot Wheels. Mit den schicken Rädern. Ich finde die Räder schon schick. Manch einer wird sagen, nee, die Räder sind nicht so schick, aber ist auch egal. Mir gefallen sie. Die Farbe und ich habe dieses Modell noch nicht. Grund dessen habe ich es mitgenommen für 50 Cent. Ja, ab ins Wasserbad mit dir. Dann haben wir hier einen, ja, Mercedes der Firma, weiß ich nicht. Hier sind so zwei so eine Dingsens hinten dran, was auch immer das ist. Was auch immer der hat, der Wagen. Ein schöner Mercedes aus einer Kramskiste. Jedes Auto 1 Euro, glaube ich, war das, meine ich. Genau. Den werde ich mir auf jeden Fall wieder neu schön lackieren, reparieren und auf jeden Fall schätze ich mal, dass der einen Rückzugsmotor oder irgendwie sowas hatte. Werde ich mal aufbohren, da mal reingucken. Auf jeden Fall ab mit dir ins Wasserbad. So, hier habe ich, das ist natürlich das Beste, habe ich gefunden in einer kleinen Kiste und ich weiß nicht warum, aber die Ente musste ich mitnehmen. Die ist so schnucklig. Das ist ein ganz kleines Muckelauto. Und wenn man sieht, die Ente ist nicht wirklich groß. Ich finde sie cool. Die stelle ich mir so ins Regal. Oder die tue ich mir in meinen Fiesta.
auch das Armaturenbrett. Dann habe ich hier, das ist so super leicht, ach ja, von Hot Wheels, diesen Focus gefunden. Für 50 Cent, glaube ich, oder ein Euro, ich weiß es nicht. Die Rückleuchten fehlen auf jeden Fall, was sehr schade ist. Aber so, die Karosse ist aus Plastik und der Unterboden ist aus Metall. Man kann auch nicht reingucken, kann man schon, aber man sieht nicht viel. Und ich gucke mal, ob ich ein paar Rückleuchten machen kann. Da fehlen sie. Jo. Fertig, fertig. Aber noch nicht mit dem Video. Und zwar kommt hier schon der nächste. Heute wird's Ferrari. In Blau. Mit Streifen, die man kaum noch sieht. Den möchte ich natürlich wieder richtig schön herrichten. In irgendeinem Farbton, den ich noch nicht weiß. Ich schätze mal in Rot. Das ist ein schöner Ferrari. 430 Scuderia. Genau, der Steffen hat den in Rot. Dann werde ich den in einer anderen Farbe machen. In welcher Farbe könnte man den machen? Ich weiß es nicht. Es wird mir schon noch einfallen. So, dann haben wir wieder ein Hot Wheels. Einen Mustang Convertible. Das ist ein Teilespender. Da brauche ich die Scheibe, um einen anderen Mustang Convertible wieder schön zu machen. Genau dasselbe Modell, aber mit Weißwandreifen. Den kennt ihr, glaube ich, auch schon. Und der Steffen hat auch so einen wieder hergerichtet. Nicht hergerichtet, der ist so. Hatte auch ein schönes Auto, auf jeden Fall. Ja, erstmal ab mit dir ins Wasserbad. Wollte der Eimer, passt der überhaupt? Diesen hier, ein China Cracker. Den hat mir der Steffen gegeben. Den hat er gekauft und hat ihn mir rübergeworfen. Sagt er, hier, kannst du haben. Finde ich auch sehr super nett von ihm. Den habe ich nämlich noch nicht. Der wandert jetzt auch ins Wasserbad. Und dann geht er in meine Sammlung über. Oje, oje. Oh, hier ist gleich Ende. Dann habe ich gefunden, diesen schönen Mercedes-Benz CLK von Valley. Ja, steht noch richtig gut da. Gut, die Scheibe ist ein bisschen, aber das stört mich nicht. Der hat halt ein bisschen schon was erlebt. Aber so vom Lack sieht er noch richtig gut aus, in so einem schönen Türkis. Ja, kann man sehen, die Scheiben sind arg gekratzt. Ja, da kann man sehen. Aber ist nicht so schlimm. Ist halt ein altes Auto. So, dann habe ich hier noch zwei Autos drin. Die losen Autos. Und ja, was haben wir hier gefunden? Von der Firma Made in China, keine Ahnung, habe ich diesen schönen Mercedes-Kombi gefunden. Dieser Wagen wird Real Rider bekommen, habe ich mir vorgenommen. Schöner Kombi, vielleicht werde ich den auch noch neu lackieren, wieder schön in Schwarz, weil ich finde den in Schwarz echt schön. Und er bekommt auf jeden Fall andere Räder, das steht fest. Ja, aber erstmal bekommt er ein Wasserbad. So, und jetzt kommen wir zum letzten Auto. Ein Valley. VW Käfer in einer echten Männerfarbe. Richtig schönes Pink. Mit Blümchen auf der Motorhaube. Ja, wie gesagt, der Firma Valley. Und, ja, habe ich mitgenommen, weil ich ihn so schnucklig fand. Ja, dann war es das allerdings noch nicht. Der Steffen hat mir gestern dieses schöne, ich mache mal zurück den Zoom, dieses schöne Matchbox-Set gegeben, weil ich gerne diesen Wagen haben wollte. So, die anderen Autos interessieren eigentlich gar nicht mich, aber das bleibt trotzdem so, wie es ist, das Set. Aber es wandert jetzt nicht ins Wasserbad. So, vielen Dank dafür, Steffen. Dann habe ich heute noch vom Anoki, habt ihr ja schon gesehen in einem Video Vorspann, in dem Video wie auch immer, nochmal das Nissan Set von Hot Wheels bekommen. Ich habe es mir schon mal gekauft, aber da habe ich ja diesen und diesen rausgenommen und mir andere Autos reingemacht. Und dieser bleibt so, weil den habe ich bekommen von einem guten YouTube-Kollegen. Grüße gehen raus an dich, Anatschki. Und oder Anoki, wie er ja wirklich heißt. Und darum bleiben die auch so. Dann habe ich auf dem Trödelmarkt, Flohmarkt, wie auch immer, noch dieses schöne Autochen bekommen.
einen. Das ist ein Ford Coupé, wie auch immer. Den hatte ich tatsächlich als Kind damals gehabt. Nie in OVP. Den habe ich eigentlich für relativ günstig Geld bekommen. Wie viel, werde ich nicht verraten. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, ich habe ihn in einem, ja, wie soll man sagen, in einem einigermaßen guten Zustand bekommen. Die Verpackung. Kann man hinten auch noch drauf gucken. Hier steht Copyright 87 Matchbox. Ja, ich schätze mal, dass er so 87 auch rausgekommen ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich hatte den damals auch als Kind. Dann habe ich noch von ihm bekommen, von Nex, die habe ich zwar auch schon, aber der Anoki hat mir die DS23 von 1973 auch nochmal besorgt. Der hat, wie gesagt, Rückzugsmotor, ist in so einem schönen Champagnerfarben, wie auch immer, und der kommt so ins Regal. Ja, dann hat der Anoki mir noch den Brutonator, ja, vorher hieß er ja Carbonator, jetzt heißt er Brutonator, warum auch immer. Den hat er mir nochmal besorgt, der bleibt in OVP. Ich habe diesen nochmal und meinen werde ich auspacken. Also meinen Brutonator. Hör nicht das, was ihr wieder denkt. Dann habe ich noch dreimal sogar dieses schöne Motorrad bekommen. Die Honda CB57 Kaffee in einem schönen Weißton. Und weil zwei nicht reichen, hat er mir nochmal zwei von den blauen dazu gegeben. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch mir am Trödelmarkt diesen Dino. Und diesen Dino gekauft. Weil ich ein Diorama vorhabe, wo ich die beiden Dinos brauche. Und was es ist, werde ich noch nicht verraten. Aber ich weiß nur eins, die beiden Dinos gehen jetzt erstmal ins Wasserbad. Tja, Freunde, das war's für das Video. Schöne Sachen bekommen. Der Steffen hat auch schöne Sachen bekommen, die er in seinem Video zeigen wird. Also schaltet mal auch auf seinen Kanal. steffenbose.de wie auch immer. Nein, Steffen Bose Tüdel Tuning. Aber ihr wisst, seinen Kanal kennt ihr ja schon. Und in dem Regal hatte Steffen ein Auto, was ich damals auch als Kind hatte. Das habe ich sofort erkannt. Und da steht auch ein Trabant. Ha! In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder wie ich sagen würde, Wiedersehen.